seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor Black. Boah, Peeves ist so eine Nervensäge. Geil, nächste Schulstunde. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natty. Du bist also neu in Hogwarts. Eine Gryffindor. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Keiner lacht. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Akio. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! An die frische Luft. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten. Wunderbar. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Ausgezeichnete Kontrolle. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Punkte für Slytherin. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Unai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Fangen Sie mal an, Miss Unai. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Unai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Du
Na dann los. Gut gemacht. Na bitte. Akio. Wunderbar. Na dann wollen wir mal. Und. Großartig. Verdammt. Konzentration. Ach so. Genau so wird das gemacht. Oh. Akio. Perfektes Ergebnis. Bemerkenswert. Entschuldigung. Ich hab da so eine Kugel von dir runtergeschmissen. Wäre nicht mal nötig gewesen. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Sieh gut zu. Ja, ich schaue. Mhm. Ja. Akio. Ausgezeichnete Kontrolle. Na dann los. Na bitte! Autsch! Guter Zug! Konzentration! Das war zu schwach. Genau so wird das gemacht. Ich hab schon gewonnen. Perfekt. Akio. Ups. Sehr gut. Alle beide. Gute Arbeit. Dankeschön. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Okay. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien.
Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Zauber ohne Zauberstab sind bestimmt wesentlich schwächer als die mit einem Zauberstab. Nein, ganz und gar nicht. Ohne Zauberstäbe gewirkte Magie ist genauso mächtig. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Okay. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du auf ein Wort, auf Menschen bitte. Anwenden, wenn du Sie magst. Wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Yay, extra schulische Aufgaben. Oh. Protego. Hola, falscher Knopf. Revelio. Da oben ist ein Schloss, da komme ich nicht hin. Ey, aufwachen. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Revelio. Da oben ist was, aber ist nichts mit mir zu tun. Da oben kann mich halt nicht, weil ich kein Alohomora kann. Alles klar. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Okay. Black hat neulich einen Kratzer an seinem Schuh bemerkt und wollte keinen Schritt mehr machen, bis ein Hauself ihn wegpoliert hat. Was für ein schrecklicher Mann. So, ich muss erst, Aber die mögen alle Black nicht. Ich hab auch, stimmt ja, ich hab Handschuhe gefunden. Drei Offensive. Geschmeidige Duellierhandschuhe, dann nehme ich die doch mal. So. Dann habe ich Gesichtsbekleidung, eine Brille. Mit zwei Verteidigung. Ach du Scheiße. Na. Tut mir leid. Aber warte mal, kann man. Ja. Einen Hut habe ich nur den hier. Hat keine. Okay. Ein Schal. Oh. Mantel habe ich. Ja, habe ich den hier. Achso, habe ich gerade abgelegt. Hoppala. Nee, das wollte ich nicht. Outfit habe ich hier halt. Das hier, genau. Okay, da habe ich nur Schlafanzug. Okay, okay. Perfekt. Da habe ich hier eine Herausforderung. Kriege ich eine Brille? Dann kriege ich nochmal legendäre Handschuhe. Oh. Zum Glück gibt es Professor Weasley. Gut, dass Professor Weasley. Gut, dass Professor Weasley eine Sammlung. So, habe ich hier.
So, dann brauche ich jetzt nochmal Ausrüstung, Handschuhe. Achso, ist noch nicht drin, okay. Perfekt, dann später. Denn Black ist seine offensichtlich egal. Wird auch Zeit, dass Hogwarts jemanden wie Black zum Direktor macht. Nur so verhindern wir, dass diese widerwärtigen Schlammblüter... Revelio! Widerwärtige Schlammblüter? So ist das Schloss, ja. Achso, unter uns ist die Kiste, okay. Hallo Katze. Ich freue mich so überhaupt nicht auf den Knaglo. Weasley nach dem Unterricht. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ja, da bin ich. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Hat Professor Fig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Revelio und Lumos? Ja, richtig, Professor. Aha, als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Oh Mann. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Ja. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow.
Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Ei, ei, mach ich. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die von Hogwarts-Professoren gegeben werden, die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe bei der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgaben und ihre Fortschritte im Auftragsmenü in dem Handbuch einsehen. Manchmal sollte ich nicht so schnell reden. Neulich hat Pieps mein... Ah, da sind sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Sammle das fliegende Blatt am Turm. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Geschafft. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Großartig. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben... Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Also Reparo, nicht Reparo. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Reparo, neuen Zauber freigeschaltet. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Reparo. Sehr schön. Funktioniert wie von Zauberhand, was? Revelio. Levioso. Revelio. Hier ist irgendwo noch was. Aha. Wyvernbrunnen. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wyverns verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gelegentlicher Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in der Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Wyvern von der von den lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde.
Revelio. Akio. Lumos. Was haben Sie jetzt vor? Revelio. Hör doch hier irgendwas. Irgendwo ist hier noch was. Vielleicht da oben? Akio. Revelio. Levioso. Ja, okay. Lumos. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Ist das so? Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Hoppala. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm Lumos. Bitte zu mir, falls du über etwas erhellst. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Hoppala. Ja. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Das Rätsel kannte ich halt schon durch meinen anderen Spielstand. Ha! Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Das beste Gewinn. So. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Das sage ich, ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Sorry. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Null von 15, sammeln und hoffen von 15 Handbuchseiten. Okay. Erkundung, Kampf und Raum der Wünsche. Was ist noch irgendwas? Hier Sammlungen. Yay, sehr schön, Illy. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. So wenig zu tun heute. Moment, ich habe eine Discord-Nachricht. Achso, okay. Alles gut. Muss ich den Auftrag noch wieder aktivieren? So. Ja, das ist ein bisschen viel, würde ich sagen. Also ein paar viele Leute. Revelio. Okay, hier ist nichts in der Nähe. Okay. Hier? Nein. Aber ich komme näher. Dann ist das hinter dieser Tür. Ich habe noch nie eine echte Teufelsschlinge gesehen. Hast du das? Hoppala, falscher Knopf.
Revelio. Aha. Holzkatze. Diese hölzerne Statue bietet Pangurdon an, ab. Ach, bildet Pangurdon ab. Den furchtlosen Mäusige und hingebungsvollen Lehrengefährten. Hallo, suchst du nach mir? Nö, ich tue nur so. Natty, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Folge Natty nach Hogsmeade. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Sehr schön. Ach, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alte Ruhn an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Nee. Eigentlich nicht. Dann. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha, was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Oh, nehmen wir sie mal mit, ne? Alles mitnehmen, was man... Sieh mal! Hippogreife! Aus dem verbotenen Wald! Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ja. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Hinter der Ruine? Nicht, ne? Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig wandern. Dieser Ruine, da oben. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Revelio. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Was alles geht? War so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon.
Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Onai. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi-Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon, ein Demi-Geist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Na. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natti. Danke. Und da war ich kurz am Denken. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Viel Spaß! Wir sehen uns später! Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenspunkte, Läden und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Perfekt, da muss ich hin. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Und da muss ich hin. Oder als erstes zu Ollivanders. Bei Merins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah, guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Oh je. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Ja. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, Herrje. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du.
Du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. So. Virale Aschbraun. Erle. Achso. Faszinierend. Wirklich interessant. In den klassischen Weiß oder Grau. Faszinierend. Wirklich interessant. Faszinierend. Und Phönixfeder. Da, ah, klassisch grau. Espe, Phönixfeder, unnachgiebig. 14,5 Zoll. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat Applaus. Sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Okay. Revelio. Akio. Revelio. Wo war ich hier? Mit Zutor kann man einen die Blocker aufhalten. Harte Arbeit und Glück gehen Hand in Hand. Schloss, aber da oben ist irgendwas. Achso. Revelio. Da ist das Buch. Ich würde gerne bei Gringotts Akio! So. Ich werde es jetzt aber mal beenden. In der nächsten. Ja, in der nächsten Folge oder entweder werdet ihr dann weitersehen auf YouTube oder im nächsten Stream dann werden wir die anderen drei Sachen besuchen. Einmal Wälzer und Schriftrollen, Zaubertränke und die magische Rübe und dann werden wir weitersehen. Ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und speichern wir einfach mal. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.